Aber wo kommt denn diese Inflation beziehungsweise diese stabile US-Wirtschaft, die ist ja nicht wahnsinnig stark, sie ist zumindest sehr stabil für das, was weltweit so passiert, in China oder in Europa. Hier sieht es ja gar nicht so doll aus, ne? Was ist denn dafür verantwortlich? Es ist ja nicht, dass die Bürger so wahnsinnig oder die Wirtschaft so wahnsinnig toll von sich aus läuft, sondern es ist die sogenannte Bidenomics, also nichts anderes als der Staat, der inzwischen etwa die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes ausmacht, haut Geld raus, verschuldet sich, bis dass der Arzt kommt und schmeißt mit Geld nur so um sich, hat jetzt innerhalb National Debt Increases by another half trillion in just 20 days, also eine halbe Billion Schulden innerhalb von 20 Tagen dazu geliefert, indem sie die Wirtschaft mit Geld zuscheißen. Man muss es wirklich so sagen. Und Geld raushauen für jeden und für alles, für Subventionen hier und für Projekte da. Und das auf Schuldenbasis. Ja, das treibt Inflation, das ist schon richtig. Aber das kriegst du auch nicht mit Zinsen in den Griff, weil die Zinsen, die wirken ja nur auf die privaten Aktivitäten, also Häuslebauer und sowas, ne? Aber sie wirken ja nicht auf die Geldausgaben des Staates. Also da kann die Notenbank die Zinsen ja hochziehen, wo sie will. Das wird die Wirtschaft nicht abwürgen, wenn die Wirtschaft die US-Regierung ist, die raushaut und immer neue Kredite aufmacht und der ist scheißegal ist, wie hoch die Zinsen sind, weil sie die mit neuen Schulden bezahlen. Also auf denjenigen, der hier diese Inflation antreibt, der hier der große, the big spender ist, der hier das Geld rausgibt, nämlich die US-Regierung, haben die hohen Zinssätze überhaupt keine Wirkung. Das ist ein völliger wirtschaftspolitischer Schwachsinn, der hier passiert. Nein, es ist kein Schwachsinn, weil es ja nichts andere Gründe hat. Aber es mit den offiziellen Narrativs, den offiziellen Geschichten zu begründen, wie es heute so in den Zeitungen immer steht, das ist einfach, es macht Spaß, es ist humorvoll, aber man kann es nicht wirklich ernst nehmen. Also diese Zinsen, die Zinspolitik der amerikanischen Notenbank hat auf die Inflation überhaupt keine Auswirkung. Auf das, was die Inflation treibt, keine Auswirkung. Weder auf den Ölpreis, weder auf den Frieden in Nahost, weder auf die Angriffe der Ukraine, noch auf die Ausgaben der US-Regierung. Ja, und die anderen, da wo es Auswirkungen hätte, da ist überhaupt kein großes Problem, das man mit den Zinsen bewältigen sollte. Also schlichtweg diese. Auf der einen Seite, Sie kennen das Bild, das ich immer wieder mal nehme, während die Notenbank voll aufs Bremspedal latscht die US-Regierung voll aufs Gaspedal und lässt den Motor aufheulen. Und das nutzt ja natürlich dann nichts, wenn die Zinsen erhöhen. Also ist das entweder Schwachsinn oder es steckt ein anderes Kalkül hinten dran. Das, was die amerikanische Regierung macht, hält die Wirtschaft zumindest stabil, hält die Drehzahl des amerikanischen Motors stabil und die hohen Zinsen sollen ganz offenkundig nicht den Motor abwürgen, sondern was ganz anderes bewirken. Und das ist genau das, was wir gleich sehen. Hier nochmal von Authenticated US Government Information, also eine offizielle Seite. Das war eine Anhörung im Repräsentantenhaus mit dem Titel Bidenomics, A Perfect Storm of Spending, Debt and Inflation. Also der perfekte Sturm von Geld ausgeben, Schulden machen und Inflation durch Bidenomics, also durch die Geldausgaben der Regierung, die wie gesagt von den Zinssätzen der US-Notenbank überhaupt nicht beeinflusst sind. So, aber auf wen es Auswirkungen hat, und da kommen wir auf unser Lieblingsthema, unseren Lieblingszusammenhang, der aber offenkundig immer noch von wenigen gesehen wird. China 10-Year Yield Near Record Low on Deflation Fears. Also während die Amerikaner die Zinsen extrem hochreißen und da oben lassen und jedes Argument recht ist, um die Zinsen da oben zu haben, weil die Inflation ja so hoch ist, auf die sie gar keine Auswirkungen haben. Ja, ist China im gegenteiligen Problem. Die haben ihre Zinsen immer weiter gesenkt, weil ihnen die Wirtschaft zusammenbricht, weil sie die Zinsen noch weiter senken müssten. Aber wegen den hohen US-Zinsen können sie gar nicht so tief runtergehen, wie sie müssten. Und die hohen US-Zinsen bringen China in große Schwierigkeiten. Das ist ja genau, um was es geht, was das Ziel des Ganzen ist, ne? Die Zinsen auf 10-jährige chinesische Staatsanleihen, die wabern um ein Rekordtief herum, mit deflationärem Druck, der auf den Immobilienmärkten lastet und eigentlich Spekulationen über weitere Monetary Easing, also weitere Zinssenkungen und Geldlockerungen der Zentralbank in China anfeuert. Also China in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und hier sehen wir es mal im Vergleich übereinander. Hier haben wir in Weiß haben wir die chinesischen 10-jährigen Zinsen und in Blau die amerikanischen 10-jährigen Zinsen. Und das seit 2010, also jetzt entspannte 14 Jahre. Wo Sie sehen, dass die ziemlich im Gleichklang laufen, ne?
Also es gab für die chinesischen Anleihen immer mehr Zinsen als für die amerikanischen. Das hat lange dazu geführt, dass viel Geld aus Amerika nach China geflossen ist, weil sie haben hier in Amerika Geld aufgenommen für 2%, 1,5% Zinsen. Sie haben in China 3,5% Zinsen bekommen. Also es war ein Free Lunch. Sie haben ihr Geld in Amerika aufgenommen und es nach China gebracht und konnten dort einen Zinsgewinn machen. Auch wenn sie in Aktien oder in was anderes investiert haben. Sie haben in China mehr Rendite bekommen als in Amerika und das Spiel lief über 4 Jahrzehnte, kann man fast sagen. Vor allem in den letzten 20 Jahren war da viel los. So. Und Sie sehen das immer im Gleichklang. Ne? Sind die amerikanischen Zinsen hochgegangen? Sind die chinesischen Zinsen hochgegangen? Sind die amerikanischen Zinsen gesunken? Sind die chinesischen Zinsen gesunken? Und so liefen die parallel im Gleichklang. Wunderbar, alles easy. Bis plötzlich 2022. Hier ging es noch gemeinsam runter 2021 und hier plötzlich, Anfang 2022, haben die Amerikaner einen Schalter umgelegt. Reißen die Zinsen durch die Decke. Aber China folgt nicht. Die können gar nicht, weil ihnen ihre Wirtschaft um die Ohren fliegt, weil ihnen ihre Immobilienblase um die Ohren fliegt. Die müssen dringend die Zinsen senken, weil die natürlich die Zinsen einen hohen Einfluss auf die Immobilienwirtschaft des Landes haben. Und deshalb müssen sie die Zinsen weiter senken. Steigende chinesische Zinsen würden die ohnehin kollabierende Immobilienblase in China in einem großen Big Bang auffliegen lassen. Also die können die Zinsen gar nicht anheben. Sie müssen sie senken, während die Amerikaner sie weiter anheben. Und inzwischen sind wir wieder bei 4,5% Zinsen in USA. 2, das sind ganz live aktuell, 2,3% nur noch für China. Also während sie früher Geld aus Amerika geholt haben und in China investiert haben, bringt sie das jetzt um. Sie müssen, wenn sie das gemacht haben, jetzt bekommen sie noch 2% in China, zahlen aber in Amerika 4,5%, also einfach ausgedrückt. Das heißt, sie müssen dringend umschichten. Sie müssen ihr Geld aus China abziehen und in Amerika ihre Kredite zurückzahlen. Das gilt auch für ausländische Investoren rund um die Welt, die ähnliche Projekte gemacht haben. Das heißt, solange dieses Gap hier entstanden ist, so lange fließt jetzt nicht mehr Geld aus Amerika nach China, sondern Geld von China nach Amerika. Das Geld dreht sich um und das ist genau das, was passiert. China kommt solange diese Spaltung aufrecht bleibt, in immer größere Schwierigkeiten. Die Chinesen müssten dringend die Zinsen anheben und beten, dass die Amerikaner die Zinsen endlich senken. Ja. Und sie können sie nicht anheben, wegen ihrer eigenen schwachen Wirtschaft und der zusammenbrechenden Immobilienblase. Und die Amerikaner tun einen Teufel, ihre Zinsen zu senken. Nicht wegen der Inflation in den USA. Dann würde es auch völlig ausreichen, mal mit dem Herrn Biden zu sprechen und sagen, mein Freund, geh mal vom Gaspedal, gib mal ein bisschen weniger aus, dann wird die Inflation im Griff und sie können die Zinsen senken, wenn sie wollten. Wollen sie aber nicht.